Also es gibt keine übermäßige Gewalt jetzt hier. Gut. Wir wollen hier nach unten. Hier kurz rasten. So, mit den Seelen müssen wir jetzt erstmal was kaufen. Ja. Beziehungsweise, wir wollen nichts geschmiedet haben. Wir wollen das Artorias-Wappen haben. Dieses Wappen öffnet eine von uralter Magie versiegelte Tür im Finsterwurzgarten. Die Tür zum Grab von Sir Artorias, dem Abgrundschreiter. Viele zogen schon aus, das Grab zu suchen, doch keiner kehrte zurück. Sie waren leichte Beute für Banditen. Das Wappen kann daher in der Hand Unerfahrener mehr Schaden als Nutzen. Ja, deswegen kaufen wir es trotzdem. Nein, wir werden schon nicht zur Hülle werden. So, aber mit diesem Wappen, das 20.000 Seelen kostete. So, erstmal steigen wir hier an Vitalität auf. Vitalität ist wichtig. So. Mit diesem Wappen können wir jetzt die leuchtende Tür öffnen. Neben dem geheimen Leuchtfeuer im Wald, was ich euch beim ersten Besuch gezeigt habe. Aber bevor wir das machen, machen wir einen anderen Abstecher. Hier im Garten. Beziehungsweise in diesem Wald. Ich würde das Ganze nämlich immer noch gerne als Wald bezeichnen und nicht als Garten. So, den Treant hier aus dem Weg schaffen. Oh, ein lila Moosklumpen mit Blume. Dankeschön. Den Triant auch aus dem Weg räumen. Du hast leider nichts für uns. So. Denn ich möchte jetzt erst einmal wieder ins Becken runter. Das Becken haben wir uns ja nie wirklich angesehen. Wir waren nur einmal kurz auf der Durchreise zu dem Turm da hinten durch. Aber wir haben uns noch nicht mit der Hydra hier angelegt. Wobei ich immer noch finde, dass Hydra die falsche Bezeichnung ist. Weil nach der Mythologie hat die Hydra ja Beine und lebt am Land. Und wenn, dann wachsen ihre... Hatte sie am Anfang nur einen Kopf. Und immer wenn man den abgeschlagen hat, sind neue nachgewachsen. Was das hier eher ist, ist die Stylia. Oder Stylia oder wie man sie auch immer ausspricht. So gut kann ich auch nicht Griechisch. Oder altgriechisch. Auf jeden Fall ist das das wahre mythische Wesen, was hier wohl angespielt wird. Weil die eben im Wasser lebt und von Anfang an 9 Köpfe oder 7 Köpfe hatte. Und normalerweise zwischen einem riesigen Strudelmonster gelebt hat. Dessen Name mir jetzt entfallen ist. So. Hier wollen wir jetzt wieder hoch. Und in Richtung Hydra. Also ja, ich nenne sie jetzt immer noch Hydra, weil den anderen Namen kann ich nicht so gut aussprechen. Erstens das. Und zweitens heißt sie vom Spiel her auch Hydra. Deswegen bleiben wir einfach dabei, dass es eine Hydra ist. So, aber dazu müssen wir erst einmal ihre Kumpanis hier ausschalten, die Kristallgolems. Ja, da hinten schlängelt sie. So, komm her. Von denen möchte ich nicht unbedingt mehr auf einmal pullen, als nötig ist. Auch wenn sie nicht besonders viel aushalten. Wow. Aber wenn meine Ausdauer am Ende ist, bin ich auch am Ende. So. Na, 2 Schläge reichen nicht für dich. Gut. So wissen. So, das war der erste Golem.
Ich schnappe mir mal den Loot hier. Die Seele von dem Soldaten. So, Sprungangriff. Okay, zweitem Angriff bist du ausgeweicht. Das macht mir nicht viel Schaden, aber das kann böse sein. Au. Das ist nämlich ein magischer Staub. So, Nummer 2 ist ausgeschaltet. Ausgeschalten. Wow, und sie spuckt schon. Das Spucken von der Hydra ist, wie man sehen kann, erstens hat es Friendly Fire, zweitens ist es mordsgefährlich. Wow. Also wir sollten aufpassen, dass uns nicht unbedingt alle Schüsse von ihr auf einmal erwischen. So, zwei solche Schläge kann ein Golem verkraften. So. Jetzt wechsle ich den Ring, und zwar den Ring des bösen Augen gegen den verrosteten Eisenring. Mal kurz lesen. Dieser Eisenring hat schon viele Schuldige in Schach gehalten. Er ist sehr verrostet und mit einigen Blutflecken besudelt. Klingt nicht so toll. Wer Gefallen an diesem seltsamen Ring findet, wird sich freuen, wenn er entdeckt, dass er auf unsicherem Untergrund wie in Sümpfen die Balance des Trägers verbessert. Also ja, um genau zu sein, macht er eine Sache. Er sorgt dafür, dass wir in Wasser und aua. In Wasser und auf im Wasser und auf Sumpfgrund besser laufen können. Wow. Also gerade wenn wir jetzt uns hier der Hydra nähern und dabei nicht gerade ins Wasser fallen wollen. So. Sehr gut, erster Kopf ist weg. Wir müssen also nah an die Hydra rankommen können. Und uns im Wasser auch gut bewegen können. Dafür lege ich den Eisenring an. So, zweiter Kopf ist weg. Leiche mittendrin im Kampf drüben. So, ist der dritte Kopf weg. Wie viel hast du noch? Ah, mehr als genug. Das war daneben. Immer schön nah dran bleiben, weil sonst spuckt sie wieder. So, das war aber jetzt ein Treffer. So, noch ein Kopf weg. Und noch ein Kopf weg. Den kriegen wir leider nicht. Zwei Köpfe hat sie noch. Kriegen wir den? Nö. Wo geht der zweite Kopf eigentlich hin? Dahin. So. Jetzt hat sie nur noch einen Kopf, den wir allerdings getrost ignorieren können. Wir schießen sie jetzt mit Pfeilen kaputt. Genau, der Kopf geht nämlich immer in dieselbe Richtung. Und wir können sie ganz ruhig mit Pfeilen erschießen. Das ist nämlich einfacher als den letzten Kopf zu töten. So. Die Hydra kann auch ein ziemlich schwieriger Gegner sein, wenn man nicht weiß, wie sie geht. Und sie hat uns einen Drachenstein hinterlassen, weil sie auch so eine Art Drache ist. Und den Dusk-Kronenring. Also erstmal wieder auf den Ring des bösen Auges wechseln, da können wir kurz gucken. Dusk-Kronenring gewährt zusätzliche Magie, halbiert TP. Dieser magische Ring in Form einer Krone wurde Prinzessin Dusk von Olasil zu ihrer Geburt geschenkt. Dieser Ringstein erlaubt dem Träger zusätzliche Zauberei zu wirken. Allerdings kostet dies die Hälfte der TP.
Also ja, ziemlich useless Ring, muss ich sagen. So, Ring des Bösen. Obwohl, den Ring sollten wir noch anbehalten. So. Weil wir jetzt hier kurz durchs Wasser warten werden. Also was heißt kurz? Weil hier hinten gibt es noch ein Geheimnis, was viele, was gerne mal einer übersieht, vor allem wenn er das Spiel nicht kennt und sich nicht auf Wikis verlässt. Ich habe das damals auch eher durch Zufall gesehen, als ich hier hinten in der Höhle rumgeschnüffelt habe. Wie man sehen kann, ist hier nichts. Aber wenn ich das Spiel kurz beende, das ist der einfachste Trick. Also sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Und wie man sehen kann, durch Zauberhand, dadurch, dass ich das Spiel nur beendet habe und wieder, also das Spiel neu geladen habe, ist hier hinten ein Gegner aufgetaucht. Und ja, wenn man genau hinsieht, sieht man, es ist ein Golem, aber ein etwas größeres Kaliber und nicht in Blau, sondern in Gold oder Farbe. So, der einiges mehr aushält. Ja, komm, Puss. Wow. Und der Goldstaub verteilt. Der noch mehr Schaden macht, aber ein viel kleineres Gebiet komischerweise abdeckt. So, du bist tot. Und du hast jemanden für uns dagelassen. Hallo. So, tis thou who rescued me. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysium. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysium, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee, with thine approval. Would this be of assistance to thee? Uralte Magie, würde uns dir weiterhelfen, ja oder nein? Also, diejenigen, die hier Nein sagen, die haben definitiv einen Fehler gemacht. Weil die Magie, die wir hier von ihr lernen können, ist sehr mächtig und wichtig für das Spiel eigentlich sogar. Also, es tut an einer bestimmten Stelle das Vorankommen sehr erleichtern. My heartfelt thanks. I am pleased beyond words. Then I shout. Engrave my signature. Thou art in need. Pray summon me from my signature. Seems that my time is done. May the great flames guide thee. So, und da verschwindet sie auch schon. Gut. Also, Dusk of Ulysium. Die Prinzessin von Ulysium sogar, wie wir durch den Ring erfahren haben. Oder haben wir es durch den Ring überhaupt erfahren? Ja, Prinzessin Dusk von Ulysium. Ja, sonst hätte ich jetzt gerade ziemlich viel vorweggenommen. Ihr seht ja, aufnehmen ist nicht so leicht. Man weiß nicht mal mehr, was man vor 5 Minuten gesagt hat teilweise. Also ja, wir haben Dusk auf Ulysium gerettet. Hier ist übrigens eine Leiter, die ich ignorieren werde. Warum, werdet ihr später sehen. Ich habe Dusk jetzt gerettet. Und dafür hat sie ihr Rufsymbol hier eingeritzt an dieser Stelle. Also manchmal ist es auch an der Stelle oder leicht im Wasser. Aber man findet Dusk hier. So, dadurch kann man sie rufen. Sie sieht zwar nicht wirklich wie ein Phantom aus, aber sie müsste eins sein. Wir können mit ihr reden. I am Dusk of Ulysium. It is an honor to see thee again. I shall follow thy wishes. So, wir können von ihr erstmal eine Geste erlernen. Tiefe Verbeugung. Dankeschön. Gut. Und wir können auf jeden Fall etwas Wichtiges kaufen, nämlich den Lichtschein. Das ist der einzige weitere wichtige Zauber, den ich gerne hätte. Und den Ulysium hier beim Beschleuniger, den hätte ich auch noch gerne. So, jetzt können wir mit dir reden. For a very long time, I was trapped within the crystal golem. From my home I was taken, banished to a plane of distortion. It was there that thou came to my rescue.
Long after I had relinquished all hope, so gleeful was I. My faith reneweth.